Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 202 von Aborion. Ja, wir sind auf der Suche nach weiteren Schiffen, um zu schauen, wo noch Hauptquartiere sind, um da zu fragen, dass wir Verbündete kriegen gegen den Torwächter. Nach dem Intro würde ich sagen, gucken wir da weiter. Bis gleich. So, in diesem Sektor war, glaube ich, nichts. Ne, da sind nur Fregatten. Das heißt, wir müssen weiter. Gehen wir mal hier hin. Koordinaten da eingeben. Oder das Tor aufsuchen. Ne, Tor ist zu weit weg. Ich glaube, springen wir schneller. Machen wir das mal. Laden wir den Hyperraumantrieb auf und springen wir weg. So, gucken wir hier rein. Hier gibt es ein Güterschiff. Ich glaube, Güterschiff können wir fragen. Naja. Wo ist dein Heimatsektor? Oakland, da ist bei 296 minus 126. 296 minus 126. 296 minus 126. Der ist da. Ist hier ein Kapitän drauf? So, dann sitzen wir jetzt in der Drohne und der fliegt ja schon mal hin, ne? Okay, das bedeutet, der kümmert sich und wir kümmern uns woanders weiter. Und zwar vielleicht hier. War hier ein Hauptquartier? Handelsposten? Nee, wohl nicht. Der Elch sitzt da aber auch alleine. Was ist mit denen hier? Die sind neutral, das bringt also nicht unbedingt was, ne? Hier haben wir noch wen. Kondit von auch, das ist ein Schmugglerversteck. Den sind wir gut, aber die hatten wir schon. Mit denen sind wir ausgezeichnet, vielleicht sind die aber schon dabei. Okay, Republik. Okay, Republik. Ja, die haben wir schon. Ja, ich weiß nicht, ob so ein paar da reichen oder nicht, ne? Auf jeden Fall müssen die da nochmal hin. Da ist die sternförmige Formation. Was mit denen hier? Die sind Verbündete, mit denen haben wir auf jeden Fall das Hauptquartier schon besucht. Ich weiß nicht, ob wir mit denen schon verbündet waren. Ich glaube nicht. Das heißt, Discover fliegt mal hier hin. Ja, wenn wir jetzt hier das Hauptquartier sehen würden, ne? Aber das werden wir nicht sehen. Dann würde ich sagen, dahin geklickt und dann. Ja. Flieg einfach mal dahin. Starte den Unterfangen da. So, wir sind noch in der Drohne. Nee, das bringt uns hier jetzt nicht weiter. Der fliegt noch ganz weit nach da. Hier ist auch noch wer, aber die schlecht sind wir mit denen, also das macht keinen Sinn. Lillys Freibeuter, das ist ja unser Heimatsektor hier. Das weiß ich gar nicht, ob wir die überhaupt schon haben. Das sind die Buccaneers, okay, die haben wir schon geklärt. Gibt es hier hinten noch wen? Da springen wir ja gerade von hinten. Okay, und diese hier sind neutral. Ja, vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen noch handeln hier treiben, wie der Thomas Steele das schon gesagt hatte, dass wir das hinkriegen, ne? Das würde vielleicht Sinn machen. Da ist die Spritquelle. Mit den Xibtio-Organisationen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die schon haben.
Ja, die haben wir schon, drei Schiffe. Okay. Lass uns mal gucken. Was macht er denn jetzt hier, der Elch? Der Elch macht schon mal gar nichts, ne? Lass uns mal gerade in den Elch reinspringen und zu gucken, was da geht oder nicht geht. Und ich finde nicht die anderen nachher wieder, wo ich dann noch gucken wollte, ne? Der Elch sieht doch ganz nett aus, ne? Gehen wir auf eine Karte. Und was haben wir hier jetzt? Hier haben wir eine neutrale Geschichte, die Oinwus. Hier gibt es ganz viele Handelsposten. Das spricht doch schon mal für sich, oder? Nochmal Koordinaten ins System eingeben. Und was ist das für ein Tor? Nee, das ist falsche Richtung dann, alles klar. Da müssen wir hin. Dann fliegen wir doch da mal hin. Der Elch ist auch flott unterwegs. Und dreht sich auch sehr schön und springt. Dann gucken wir doch mal da in den nächsten Sektoren. Das ist ziemlich groß eingestellt hier, ne? So. Dann müssen wir noch mal nach da springen. Okay. Energie niedrig, aber wir haben es noch geschafft. Und dann sind wir schon in einem Sektor der anderen Fraktion, um da Fragen zu stellen, ne? Wenn denn hier Schiffe sind, die wir fragen können. Und hier sehen wir mal, der Albatros wird angegriffen. Da gehen wir da mal schnell hin. Ja, springt. Gut. Dann schauen wir mal, dass wir da schnell irgendwo eine Chance haben. Aber okay. Wie sieht denn das hier so mit? Alles nur Shooter, Nobel-Reparaturlese, okay. Aber dann wollen wir hier keine Angst haben, weil die anderen haben das schon für uns erledigt, ne? Jetzt lass mal gerade gucken. Das war das, ja, Galactic UF, Clan-Hauptquartier, okay. Haben wir mit denen schon, das waren, glaube, waren das die, die wir eben hatten? Nee, das waren die nicht. Glaube ich nicht. Ja, das ist dann ja schon mal schön, dass der hier hingesprungen ist. Und jetzt ist da das Hauptquartier. Wir gehen da mal kurz sprechen mit. Nee, alles falsch. F ist das Richtige. Das ist Diplomatie. Wir sind so neutral. Okay, mit gut. Ja, da müsste man jetzt gucken, ne? Ich glaube, wir machen mal hier nochmal einen Test. Dass wir mit denen hier das machen. Woher wissen wir, dass das funktioniert, dass das kein Selbstmordkommando ist oder gar Analyst? Das ist nicht unser Problem. Warum genau sollten wir dir vertrauen oder gar helfen? Ja, cool, das hat mal geklappt, ne? Sonst, weil es richtig ist, oder was hatte ich geschrieben? Das heißt, wir müssten jetzt mal gerade gucken, wie viel schicken die denn mit? Oh, vier Schiffe von denen, sehr gut. Weil das das Richtige ist. Ja, jetzt ist nur die Frage, ne? Wie viele Schiffe braucht man da? Den Albatros hatten wir. Ach hier, der fliegt jetzt ja gar nicht mehr weiter. Oder vertue ich mich? Nee. Ach, das ist hier schon das Hauptquartier. Der ist schon so weit geflogen. Okay. Oder vertue ich mich? Nee, ich vertue mich. Hier müssen wir hin. Da in dieses Schiff, den Discover. Der hat es geschafft, dahin zu springen. Von dort nach da, glaube.
Dann gehen wir da mal gerade hin zum Discover wechseln und schauen zu, dass wir da auch noch irgendwelche Leute was fragen können, ne? Irgendwelche Schiffe hoffentlich, die da sind. Da. Alles nur Korvetten. Korvetten kann man nicht fragen, oder? Nein. Das bedeutet jetzt, ja, wir sind mit denen gut. Koordinaten eingeben, ausrichten und vielleicht hinspringen. Ne? Sprungroute berechnen und hoffen, dass wir da auf jeden fragen können, wo deren Heimatsektor ist. Schauen wir mal. Nur Korvetten, schade. Wie weit ist denn so ein Tor hier in der Nähe? Nordgate. Von da sind wir gekommen, ne? Das bringt uns da nicht gerade viel. Wo ist denn noch eins? Da unten ist eins. Da ist es. Ostgate. Fliegen wir da hin. Brauchen wir den Hyperantrieb mal einmal nicht nehmen, obwohl könnten wir auch machen. Dauert ewig, bis wir da sind, ne? Da oben ist jetzt noch ein Tor, da rechts ist ein Tor. Nein, wir sind ja schon auf einem guten Weg jetzt hier mit 20. Das klappt schon, das kriegen wir schon hin. Einmal durch das Tor gesprungen und geguckt. Es würde mich noch interessieren, ob die gleiche Frage die richtige ist, um dass die auch mitmachen. Wir sind ja mit denen schon ganz gut, ne? So, Korvetten, Korvetten, schade, ne? Da geht's zu Verbündeten. Ne, da wollen wir nicht hin. Das war also auch gar nicht so richtig schön. Lass uns hier hingehen. Koordinaten da und wir springen dahin. War das schon frei? Weiß ich gar nicht, dass da das Wurmloch ist, was dann so weit geht. Naja, wir werden es gleich sehen. So ein paar Schiffe haben wir jetzt schon zusammen, ne? Also lass uns hier mal ein Schiff bei sein. Wieder nur Korvetten, ey. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Dann halt nicht. Da ist das Wurmloch, aber bringt mich jetzt auch nicht weiter, oder? Also bringt mich schon weiter. Wo springt es mich denn überhaupt hin? Na, ins Zentrum relativ. Lass uns erst dahin fliegen und da noch. Wir müssen ja noch die Fragen. Und mal hoffen, dass es das auch klappt, ne? Irgendwann wird ja mal ein Schiff sein, was dann nicht eine Korvette ist oder eine Fregatte. Oder vielleicht ein Bergbauschiff. Das gibt's doch gar nicht, alles Korvetten hier. Dann halt da nochmal hin. Abgekühlt ist schon. Aber knapp nicht mehr, ne? Avorion spricht man Avorion aus. Cool, oder? So, hier reingeguckt. Kaum zu glauben. Mal gucken, nicht, dass wir nachher noch verpassen, dass hier das Hauptquartier ist, ne? Habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Ne, ist wohl nicht. Springen wir da rein. Neutrale Zone ist das hier. Okay, das war ein Sektor, der jetzt gerade einen anderen Status bekommen hat, weil da Unruhen waren oder sowas.
Lauter Korvetten hier zu Hause, ne? Plankton. Ach so, jetzt hat sich das gerade geändert, oder was? Ausrüstungsdock, Ressourcen, ne. Da ist ein Schrottplatz. Da sind auch ein paar rote gerade bei gewesen. Luxusessen. Waffenlieferung. Sektor wurde als Gefahrenzone ausgerufen. Ich hoffe, ich bin nicht die Gefahr. Ölbohrturm. Ein Hauptquartier finde ich jetzt gerade nicht hier so mal eben. Und ist natürlich auch groß hier, ne? Das schon, ich glaube nicht, ne? Da gibt es viele tausende verschiedene Sachen hier, ne? Und das ist immer noch nicht alles, was wir gesehen haben. Vielleicht habe ich die schon alle angeguckt. Vielleicht ist es gar nicht hier. Ich muss ein Schiff finden, hat anders keinen Sinn. Da ist doch bestimmt viel los, oder? Da springen wir doch da mal hin. Um der Sektor jetzt hier gerade, ne? Als so ein Ding da ausgerufen wird, weiß ich nicht. Hier ist doch nichts los eigentlich, oder? Überraumantrieb lädt, das ist schon mal gut. Und wir sind gesprungen. Nur Korvetten hier wieder, oder was? Ja. Das bringt uns jetzt gerade nicht weiter, ne? Hauptquartier. Gut, da haben wir es gefunden. Ne, so, so und dann müssen wir da springen. Dann mal schnell dahin. Das machen wir noch, diese Folge. Dann gucken wir mal, was die da uns sagen. Helft ihr mit? Genau, ich möchte Wurmlöcher. Woher wissen wir, dass das funktioniert? Das ist nicht unser Problem. Warum genau? Das wird eure Chance, Retter der Galaxie. Weil es das Richtige ist. Immer wenn es das Richtige ist, kommen die mit. Oder wie sehe ich das? Wenn ich jetzt Tab drücke, wird das angepinnt. Ah, dann sehe ich auch die Schiffe. Okay. Jetzt haben wir schon mal 10, 14, 17 Schiffe. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, ne? Okay, dann müssen wir noch weiter gucken, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.